Hallo zusammen, hallo Freunde, ich habe jetzt das Milk Paint, ist von Turners, ihr könnt sehen, made in Japan, kam aus England, ich teste mal und dann schauen wir, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Dann lasst uns starten. Okay, Milk Paint. Ich habe das so gemacht. Ich habe ein Teil weiß, ein Teil von diesem Milk Paint und ein Teil Vinylkleber. Und ein bisschen Wasser einfach rein, damit es fließfähig wird. Jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Farben habe ich noch rot, orange, gelb, braun, also sehr gebrannt, und türkisblau. Okay. Noch ein paar Bläschen drin. Also kein Silikon, keine Zusätze drin. Ich nehme mir jetzt einen Becher. Ich fange jetzt trotzdem mal mit dem Weiß wieder an, also mit dieser Milk Paint Mischung. Rot, orange, gelb, braun. Und das Türkisblau. Dann wieder von diesem Milk Paint. Bisschen schwerer die Farbe. Ja, sinkt nach unten. Rot. Orange. Gelb, braun und türkis. Und da die Milk Paint jetzt nach unten sinkt, weil es so schwer ist, noch ein bisschen was rein. Okay. Ja, ist egal. Schauen wir mal. Jetzt habe ich immer noch einige Luftblasen drin, ich bekomme das nicht in den Griff. Jetzt kommt noch mal das Weiß. Okay. Scheint zu funktionieren. Mach vielleicht eins. Kurz die Luftbläschen ein bisschen raus. Das stört mich immer. Wahnsinn, habt ihr das gesehen? Plop, plop, plop.
Ich lasse es extra ein bisschen hin und her laufen wieder, damit wir vielleicht ein bisschen Muster reinbekommen. Jetzt probiere ich mal eins. Mach's mal so wie die anderen auch. Ein bisschen weiß am Rand. Lass dann nochmal drüber laufen, was dann so passiert. Seht ihr, meistens überläuft es das Weiß. So, Ladies and Gentlemen, seht ihr, da wo ich das Weiß überlaufen lassen habe, kommen auch Zellen. Das ist ja so dieser kleine Trick, wenn außen ein paar Zellen kommen, aber ich mag das gar nicht so, wenn außen so kleine Zellen sind. Lieber gleichmäßig. So, haben wir überall Farbe? Ich denke mal ja. Hier noch ein bisschen, das passt. Okay. Mein Orange ist zwar nicht mehr viel da. Wo bin ich da reingekommen? Oh je. Egal. Aber wir schauen mal jetzt. Nochmal kurz erhitzen. Okay, was mir jetzt auffällt, dieser Cloud-Effekt vermischt sich schön mit den anderen Farben. Ist jetzt auch hier diese Zellen, ist nicht alles komplett weiß, was aber ich gar nicht so schlecht finde. Das passt. Und ich denke mal, ich mache da vielleicht nochmal ein Bild. Ein bisschen weniger von diesem Weiß drin. Ja. Also funktioniert soweit auch. Wie gesagt, ich habe noch dieses Animal, also Saturn Animal Weiß, endlich bekommen. Das werde ich jetzt auch nochmal testen. Da kann man ja einfach mal den Unterschied nochmal sehen. Okay. Ja, gut. Aber ich denke, das passt. Ich mache vielleicht das nächste Bild auch mit diesen Zellen außenrum. Ob da sich noch was anderes ergibt. Also, ich lasse für 10 Minuten wieder einwirken, dann zeige ich es euch von nahem. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt von nahem. War vielleicht ein bisschen viel Weiß drin, aber es hat was. Hier seht ihr eigentlich auch die Zellen hier außen, wo ich dann noch außenrum weiß gemacht habe. Kommt dann klarer. Ich denke mal, da kommen noch ein paar raus. Da muss man jetzt halt auch die richtige Mischung finden. Hier haben wir so
Zellenbildung, die aber dann mehr oder weniger ein bisschen dreckig wirken oder halt farbig. Und das finde ich das Coole eigentlich, den Kontrast einfach. Ich denke, die Farben noch ein bisschen mehr mischen. Okay, cool. Also ich denke mal, ein Bild mache ich noch. Ein bisschen mehr Farbe rein, ein bisschen weniger von dieser Milk Paint. Und dann denke ich mal, reicht es auch. Alles klar, ich hoffe, euch hat es was gebracht. Selber mal auszuprobieren. Funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ihr müsst es halt aus England bestellen. Über jacksons.com, so viel ich weiß. Aber das werdet ihr finden, wenn ihr Milk Paint Jacksons eingibt, dann kommt da was. Okay, also Turners heißen die, ne? Turners Milk Paint. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, bye.